Ich glaube, das wird sowohl was die amerikanischen Verhältnisse angeht, extrem überschätzt, was den Einfluss sozialer Medien und des Internets auf den Wahlkampf und auf Entscheidungen wie die Präsidentschaftswahl angeht. Noch viel mehr wird es hier bei uns im Lande überschätzt. Die Zahlen klingen immer erstmal imposant, wenn man hört, boah, eine halbe Million Retweets. Eine halbe Million Retweets in einem Land mit, ich glaube, über 300 Millionen Einwohnern ist etwas mehr als ein Promille der Bevölkerung. Ja, natürlich, in ganzen Zahlen klingt das toll. Ja, wenn man sich die Verhältnismäßigkeiten anschaut, ist das sehr, sehr, sehr wenig. In Amerika erzeugen sie natürlich im Internet völlig andere Zahlen als in der Bundesrepublik Deutschland, weil da einfach unglaublich viel mehr Menschen leben als in Deutschland, weil das Land geografisch völlig anders strukturiert ist. Deswegen hat auch das Internet, haben alle Telemedien dort eine größere Bedeutung als im extrem dicht besiedelten Mitteleuropa. Und weil wir natürlich ein Land haben, wo wir andere technische Voraussetzungen haben als hier in Deutschland. Wahlkampf in den USA findet nicht im Internet statt. Wahlkampf in den USA findet auch nicht auf Twitter oder Facebook statt. Wahlkampf in den USA findet auf der Straße statt. Da gehen Heere von Menschen von Haustür zu Haustür, um Leute zu überzeugen, sich in Wahllisten einzutragen, also überhaupt zur Wahl zu gehen, denn es ist in den USA ja überhaupt nicht selbstverständlich, zur Wahl zu gehen. Sie wissen auch, nicht mal die Hälfte der wahlberechtigten Bevölkerung geht tatsächlich zu Präsidentschaftswahlen. Wie hoch war die Beteiligung? Ich glaube 45% oder sowas, die tatsächlich wählen gehen in den USA. Und dort wird wirklich politische Kerner, demokratische Kerner Arbeit gemacht. Und das hat mit Twitter und Social Media nichts zu tun. Umgekehrt gesprochen, was heißt das praktisch für Verhältnisse hier in Deutschland und für Menschen, die hier Politik machen wollen? Wenn man von Amerika, wenn man von den USA lernen will, dann sollte man sehen, dass man wirklich politische Basisarbeit macht, dass man Menschen anspricht und vielleicht nicht nur mit einem kleinen Stand und mit roten Luftballons in der Fußgängerzone, sondern wirklich von Haustür zu Haustür geht, mit Menschen in Diskussion kommt und versucht, sie von ihrem Standpunkt zu überzeugen. Da können natürlich Medien, wenn sie partizipativ sind, und das sind natürlich Social Media per Definition, unterstützend sein, wenn man sie denn auch partizipativ nutzt, wenn man also diese Social Media nutzt, um mit Menschen zu diskutieren. Ja. Wenn man glaubt, man hat ein weiteres Marketinginstrument, wo man sozusagen digitale Wimpelchen loswerden kann, dann sollte man es, glaube ich, sein lassen. Mein Petitum wäre an dieser Stelle eher, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen trennt von dem Gedanken, dass es eine Online-Welt und eine Offline-Welt gibt, sondern dass man eher sich klar macht, es gibt ganz viel, was es offline gibt, das hat online eine Entsprechung und was es gibt online auch Sachen, die es offline nicht gibt. Und also das ist für viele Leute, die eben Computer oder ein Smartphone haben und die meisten von euch sind ja digital und netzaffin, da ist das ja der Fall, da gibt es diese Trennung gar nicht mehr. Also da kann man dann, man spricht, viele Leute, die das noch nicht so gut verstanden haben, die sprechen dann oft vom Real Life und vom Internet Life. Und da würde ich einfach mal sagen, dass das einfach eine falsche Denkweise ist. Also wenn man das so trennen will, dann sollte man von Online und Offline reden. Dann ist es schon ein bisschen klarer gemacht. Aber genau, und um es dann jetzt zu einem, das Argument zu einem Bogen zu Ende zu bringen, also ich glaube schon, dass das, was im Internet geredet wird, dass das auch Auswirkungen haben kann. Also wir hatten ja gerade zum Beispiel die Aufschrei-Debatte, die eben aus dem Internet kam, die von offline kam, von den Hauptstadtjournalisten und wo dann zuerst Frauen, aber dann eben auch ganz viele Männer retweetet haben. Übrigens ist das nur über Twitter gekommen, bei Facebook waren die Diskussionen ganz anders, wie ich gehört habe. Bei Facebook soll es wesentlich ekliger gewesen sein, jetzt aus feministischer Sicht, aber bei Twitter ist es eben wirklich gelungen, eine Welle zu erzeugen und dann eben von online wieder auf die Offline-Welt zurückzustrahlen. Und das ist, glaube ich, nicht glaube ich, sondern das ist eben immer die große Herausforderung, dass man das, was man online macht, dass man da nicht online bleibt, sondern dass man eben zum Beispiel aus den Blogs oder mit so einer Twitter-Welle, dass man dann wieder in die
Offline-Diskussionen hineinkommt. Also ob das jetzt Medien sind oder ob das Podiumsdiskussionen sind oder ob das Gespräche auf der Straße sind oder an der Tür, wie Sie gesagt haben, das muss einem gelingen. Also diesen Diskurs dann eben offline wieder stark zu machen. Und dann kann es erfolgreich sein. Also ich würde dem nicht zustimmen, dass ich sagen, so wie Sie sagen, dass Twitter und Facebook, das war sicherlich jetzt auch eine sehr zugespitzte These, dass das für Barack Obama überhaupt keine Auswirkungen hat. Also Obama gilt ja als Twitter- und Facebook-Präsident, auch wenn das eine total übertriebene These ist. Aber es hat schon was verändert. Die grundlegenden Mächte sind vielleicht gleich geblieben, aber die Art der Diskussion hat sich verändert. Dankeschön. Ja, also gerade die Aufschrei-Kampagne ist ja was jetzt auch wirklich, es gab ja fast keinen Tag, an dem nicht irgendeine Talkshow war, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und da war das ja wirklich so, dass das von den klassischen Medien in Twitter hinein und dann wieder in die Medien zurückgewandert ist. Und man sprach hier auch, also es gab auch Stimmen, die da von der ersten Internet-Demo in Deutschland gesprochen haben. Und ist das dann vielleicht eine Form der politischen Diskussion für die Zukunft, Herr? Also es gab, ich will dazu ein Beispiel aus einer anderen Perspektive sagen. Es gab den Artikel von Schirmacher über Johannes Ponada und ich habe es gewagt, an dem Tag einen Tweet zu schreiben, dass ich glaube, dass Johannes Ponada bedingungsloses Grundeinkommen und staatlich diskriminierende Grundsicherung gerade verwechselt und dass ein politischer Geschäftsführer einer Partei wenigstens die Grundlagen einer Parteifinanzierung kennen sollte. Danach hatte ich einen Shitstorm, den ersten heftigen Shitstorm meines Lebens. Meine Mitarbeiter haben mich dringend davor gewarnt, solche Tweets nicht zu schreiben, weil mein Finger würde mir hinterher wehtun. Und ich habe aber tapfer durchgehalten, bis mir meine Daumen wehgetan haben. Und dann haben wir aber per Tweet Johannes Ponada eingeladen zum Livestream, um ausführlich darüber zu reden. Also nicht ums... Also bei Twitter war es dann so, es gab also 100 Verteidiger von Johannes Ponada, die einen Idioten, nämlich mich, angegriffen haben und der Meinung waren, das sei politischer Dialog. Ich fand das seltsam und habe dann gesagt, dann lass uns einen Livestream machen, wo wir inhaltlich über die Frage bedingungsloses Grundeinkommen versus Grundsicherung im sozialen Sicherungssystem mit all den diskriminierenden Formen reden. War total spannend. Dann habe ich den Schirmacher angesprochen, ob er nicht darüber in der FAZ dann wieder berichten will. Das wäre ja eine spannende Diskussion gewesen, wie politische Parteien jetzt mit einem Thema, das die FAZ ausgelöst hat, umgeht. Mittlerweile haben wir mehrere Veranstaltungen mit Johannes Ponada in Erfurt gemacht, wo die Piraten gleichberechtigt eingeladen waren und wir jedes Mal die inhaltlichen Themen mit Hilfe des Netzes bearbeitet haben. Leistungsschutzsicherung, GEMA und all diese Fragen, die ja alle im Raum stehen und die uns ja alle bewegen, netzpolitisch bewegen. Und deswegen sage ich, ja, wir müssen lernen, die normale Welt zu beackern. Und beim Aufschrei war es so, es war eine Sternredakteurin, die ihren Artikel geschrieben hat. Danach hat man das Gefühl gehabt, es hatte zwei Wirkungen, nämlich den Stern gut zu verkaufen und der FDP so eine Mitleidsbonusgeschichte da zu versorgen. So ist jedenfalls meine Wahrnehmung, weil auf einmal viele Printmedien, jetzt rede ich nicht von Elektronik, weil bei Twitter ist es so, wie die Julia Seliger es gerade gesagt hat, aber bei den Printmedien erlebe ich es genau andersrum. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen ist das nochmal diese Mitleidswelle mit der FDP, wie kann man hypen? Und von daher ist, glaube ich, am Ende in Wahlkämpfen die Frage, schafft man es, eine Bodenständigkeit zu erhalten? Und da ersetzt auch der Twitter überhaupt nichts und der Facebook auch nicht. Also die Frage, wenn du in der Fußgängerzone nicht präsent bist, wenn du bei den Menschen nicht präsent bist, bewegst du am Ende bei Wahlkämpfen gar nichts. Aber wenn du die Elektronik nicht benutzt, um deine eigenen Leute zu motivieren, also die Piraten haben es ja geschafft, Johannes Ponada gut abzusichern, dann ist es sozusagen die Geschichte, dass du einen Teil des Handwerkszeuges einfach nicht lernst. Der Twitter-Manager Adam Sharp hat mal gemeint, Twitter ist die globale Couch, auf der noch während der TV-Debatten Menschen im ganzen Land miteinander diskutieren. Das ist ja auch jetzt bei Aufschrei, hat man dann auch eben bei den... Es ist ja dann von Twitter wieder in die Medien zurück, in den Talkshows, wurde dann aber wieder auf Twitter direkt kommentiert und auf Facebook wurde dann auch wiederum anders diskutiert. Und insofern scheinen ja doch zumindest die Social Medien immer einen größeren Einfluss
zu bekommen momentan? Naja, man wäre ja dumm, wenn man behaupten würde, sie hätten keinen Einfluss. Und das gilt sicherlich auch für Wahlkämpfe. Es gibt Verstärkereffekte und so weiter und so fort. Ob während einer TV-Debatte dann das halbe Land schon währenddessen darüber diskutiert. Also ich habe versucht, heute Morgen mal rauszubekommen, wie viele aktive Twitter-Nutzer es in Deutschland gibt. Das ist gar nicht so einfach, weil die Firma keine Zahlen herausgibt. Hallo? Ja, es sind 6% aller Internet-User nutzen Twitter. Jetzt müsste man ja wissen, wie viele Internet-Nutzer es gibt. Es gibt wahrscheinlich sehr viele, aber ich habe eine Zahl gefunden aus dem November, 800.000. So, und da sind wir ja bei ähnlichen Größenverhältnissen. Aktiv gilt man bei Twitter, wenn man einen Tweet die Woche hat. Also da relativiert sich dann schon dieser Verstärkereffekt. Aber es gibt natürlich bestimmte Peergroups, die sehr, sehr stark darauf Acht geben, was da passiert, die sehr stark sozusagen selber reingehen in solche sozialen Medien. Und diese Verstärkereffekte sind ganz interessant, weil sie auch zum Teil ganz undemokratisch sind. Also es passieren Dinge, die nicht abgesprochen sind in den Parteien. Es verstärkt sich ein Trend zur Einzelmeinung, zu Formen der politischen Auseinandersetzung, die jenseits von demokratischen Absprachen passieren. Und es passiert natürlich auch sowas wie Erregungsökonomie, die möglicherweise von den realen Problemen so ein bisschen ablenkt. Also es war die Rede gerade davon, dass das jetzt die erste Twitter-Demo gewesen sei. Also ich glaube, ich habe selber schon irgendwie 50 miterlebt. Ist ja auch eine Definitionsfrage. Und ich will ganz und gar nicht sagen, dass die letzte Debatte unwichtig gewesen wäre. Im Gegenteil, ich glaube, sie hat auch ein bisschen was aufgebrochen. Ich erlebe es zumindest auch ein bisschen in den Redaktionen. Es wird da auch darüber geredet. Also es wird auch darüber geredet, was in Redaktionen für Blicke und so weiter passieren. Und es ist eine selbstkritische Reflexion. Es ist ja gar nicht so schlecht. Es ist aber so, es gibt relativ wenig Twitter-Demos, um mal bei diesem Wort zu bleiben, die sich zum Beispiel mit der Lage der 35 Millionen im produzierenden Gewerbe Beschäftigten fahren. Ja, die sind nämlich nicht, also sozusagen es gibt da keine Peergroup, die diese Verstärkereffekte initiiert oder von ihnen profitiert. Ich glaube, es gibt ganz wenig Gewerkschaftsfunktionäre aus den oberen Apparaten, die sich da bewegen. Die Gewerkschaften sind sowieso, was Internet angeht, relativ weit hinten, sagen wir mal so. Und eine kurze Anmerkung noch, um anzuschließen an die Ausgangsfrage. Ich habe im Papierarchiv bei mir vor nachgeschaut, was so für Erwartungen es gegeben hat von den Bundestagswahlen 2009, wie jetzt die sozialen Medien jetzt alles verändern und so weiter und so fort. Und da haben die Leute, die wir als Experten aus den netzpolitischen Kreisen auch schätzen, natürlich gemeint, jetzt kommt der große Durchbruch, das wird alles verändern. Es ist halt nicht. Es kann zwei Sachen sein. Einmal, es dauert länger. Sowas wie Personalisierung von Wahlkämpfen ist ein Prozess, der in den 70er Jahren begonnen hat, der noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Das wird noch weitergehen. Oder es passiert halt gar nicht. Und ich glaube, dass man sich da auch ein bisschen zurücklehnen sollte, auch mit einer kritischen, skeptischen Distanz gucken, was passieren da für Prozesse. Denn gerade aus einer linken Perspektive ginge es meines Erachtens auch gar nicht so sehr darum, jetzt nur für Wahlen zu mobilisieren. Die Linkspartei hätte bei Licht betrachtet für sich aus einer rein organisationslogischen Perspektive ganz viel davon, wieder in den kommenden Bundestag reinzukommen. Politisch betrachtet, für die Umsätze ihres Zielhorizontes, ihrer Ansprüche, ist es gar nicht unbedingt notwendig, dass die Leute zur Wahl gehen, sondern dass sie aktiviert werden für gesellschaftliche Prozesse, für Teilhabe und so weiter und so fort. Und darüber müsste man dann reden. Und da bin ich ehrlich gesagt momentan noch ein bisschen skeptisch, was dort die Potenziale von sozialen Medien angeht. Naja gut, es gab aber da zum Beispiel gerade, was das angeht, also diese politische Diskussion im laufenden Tagesgeschäft oder im laufenden politischen Betrieb, da ist es tatsächlich so, dass jetzt es ein Phänomen gab vor kurzem, als die erste Lesung zum Leistungsschutzrecht zum Beispiel da war, dass unter dem Hashtag LSR dann getwittert wurde. Und dieser Twitter-Hashtag war innerhalb von kurzer Zeit auf Platz 1 der Twitter-Charts. Und da die Bundestagsdebatte auch nach großem Protest ja dann nicht nur Rede zu Protokoll war, sondern auch wirklich mit Rednern geführt wurde, die wurde dann im Livestream übertragen und da gab es tatsächlich, die C-Base, der Berliner Hackerspace, hat ein Public Viewing gemacht zu diesem Event und es gab eine Bullshit-Bingo-Liste via Twitter und das war ein Event, da wurde richtig zusammengesessen und eine politische Debatte geguckt und kommentiert und ich denke, das ist ja möglicherweise auch ein Potenzial, was ausbaufähig ist und ich meine 51% aller Menschen in Deutschland
Nee, mehr sogar. 78% aller Menschen in Deutschland haben einen Internetanschluss und nutzen Internet. Und also das ist ja auch eine Entwicklung, die immer weitergeht, wo das immer wichtiger wird, meiner Meinung nach. Und auch eine große Chance ist für die politischen Debatten also so generell. Genau, also und da ist es immer wichtig zu schauen, welche Dienste man benutzt. Also ich muss sagen, dass ich politischen Diskurs bei Facebook extrem frustrierend finde. Das liegt an mehreren Sachen. Das, was ich hier ausgemacht habe, ist zum Beispiel, wenn die Leute erstmal ist es natürlich total emotionsgetrieben durch die Likes auch. Zweitens ist es extrem frustrierend für jemand, für mich gewesen. Ich stell ein Argument rein und dann wird da ein bisschen rumdiskutiert und die Leute können ihren Kommentar wieder löschen. Also das finde ich ganz wichtig, dass das Diskurs zerstört, wenn man Leute nicht auf dem Argument festnageln kann. Das finde ich super ätzend. Zum Beispiel eine Sache, die extrem viel verändert, auch für politisches Engagement, ist natürlich, dass wir alle gemeinsam online sind, dass wir Skype haben, dass wir chatten können, dass wir in Pads gemeinsam, zum Beispiel innerparteilich, dass dort Anträge erarbeitet werden können. Das führt sicherlich dazu, dass zum Beispiel zu Bundesparteitagen viel mehr Anträge eingereicht werden, was die politischen Geschäftsführungen dann vielleicht auch wieder überfordert. Aber auch, also dass man eben zusammen an Inhalten arbeiten kann, das konnte man ja vorher nicht. Da musste man sich Briefe schicken oder dann gab es Mailinglisten, das war schon besser, da konnte man sich Dokumente im Änderungsmodus hin und her schicken. Und heutzutage hat man eben Pads, wo man in Echtzeit gemeinsam Texte erarbeiten kann. Das ist ein ganz großer Vorteil im Vergleich zu früher. Bei Twitter kann man eine Welle machen, eben mit den Retweets, mit einem Hashtag, wenn man da eben richtig reintrollt, wenn man es entsprechend zuspitzt und wenn man eben die entsprechenden Köpfe dahinter hat, die diese Welle dann eben noch mit vorantreiben. Aber ganz wichtig, wie gesagt, man muss sich eben immer anschauen, wie ist der Dienst strukturiert und was kann man mit diesem Dienst machen und was kann man mit diesem Dienst für politischen Diskurs, für ernsthaften, sachlichen politischen Diskurs nicht machen. Und ganz oft kann man auch in Diensten keinen sachlichen politischen Diskurs machen, weil Leute dumm sind, weil Leute dumme Argumente bringen, weil dumme Leute sehr, sehr laut ihr Argument da hineinschreiben, weil das dumme Argument neben dem klugen Argument steht, weil da keine vernünftige Moderation ist und so weiter und so fort. Also man muss schauen, was sind die Potenziale und was sind die Grenzen und welcher Dienst ist an welcher Stelle richtig. Bei den Piraten ist es so, dass dort Politik über soziale Netzwerke sofort von einer bereits aktiven Basis mitgetragen worden ist. Wenn zum Beispiel die Linkspartei jetzt anfangen würde, sozusagen stärker soziale Netzwerke, Mitmachtools und so weiter zu nutzen, dann ist sie natürlich damit konfrontiert, dass sie einen relativ großen Teil ihrer Mitglieder da nicht mit dabei hat. Hast ein Demokratieproblem. Zweitens haben Apparate, und da sind ja die Piraten eigentlich ein gutes Beispiel dafür, weil man daraus viel lernen kann, haben Apparate von Parteien Eigenlogiken, die durch so eine relativ starke Öffnung durchbrochen werden. Da kann ich sagen, das ist gut so. Aus der Logik der Parteien ist es gefährlich. Denn die wollen natürlich, dass man viel Teilhabe, viel Mitbestimmung macht. Aber natürlich ist es so, dass für Journalisten interessant ist, was Genossinnen und Genossen der Linkspartei sich auf Facebook gegenseitig an den Kopf werfen. Nur ist die Frage, wenn wir uns auch als Journalisten immer stärker darauf konzentrieren, was in sozialen Netzwerken passiert, dass natürlich leicht diese Wirklichkeit dort mit der Gesamtwirklichkeit verwechselt werden kann. Und dann entstehen schiefe Bilder, die natürlich auch wiederum Folgen haben. Und ich glaube, dass es da erstens in den Parteien viel, viel mehr Bildung geben müsste, also Monitoring, den Versuch auch den Leuten klarzumachen, was es bedeutet, was es auch für Effekte haben kann. Und dann sind da natürlich Potenziale drin, das will ich gar nicht bestreiten. Aber mit der Gesellschaft klingt immer so, als wenn es jetzt bei allen angekommen ist. Das ist einfach nicht der Fall. Ich habe dazu noch eine Ergänzung für uns als Journalisten. Also was ich wichtig finde, ist aber auch, dass wir als Journalisten wissen, dass das, was da irgendwelche verrückten Leute vielleicht bei Facebook schreiben oder bei Twittern, dass man das nicht alles aufnehmen muss, dass man das nicht sofort zitieren kann, sondern dass man vielleicht lieber nochmal nachfragt und dass man eben da auch selbst als Journalist ernsthaft bleibt und die
die klassischen Wege nicht verlässt. Also dass man dann eben sagt, ja, dass man da vielleicht trotzdem nochmal anfragt und sagt, ja, wie haben Sie das denn gemeint? Weil dann könnte sich das dann auch oft nochmal aufklären. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Journalisten überhaupt nicht schauen sollen, was Johannes Ponada jetzt twittert oder Linke vom Kreisverband Duisburg sich jetzt an den Kopf werfen. Aber ich finde es auch wichtig, dass man da sich ein bisschen neu überlegt, wie zitiert man eigentlich. Also am Ende bleibt die Frage der klassischen Recherche. Also das, was sozusagen Standard im Handwerk ist. Aber auch da, 2009 Landtagswahl in Thüringen, warum die Ministerpräsidentenwahl im Landtag lief ab. Frau Lieberknecht fiel im ersten Wahlgang durch. Wir hatten bei uns in der Fraktion eine Verabredung, die nicht öffentlich war. Und ich habe dann getwittert, wie heißt nochmal der Film von Horst Schlemmer? Und ich hatte den Tweet kaum abgesetzt, standen die ersten Journalisten bei mir und sagten, was heißt denn das? Na, ich kandidiere. Und so habe ich meine Kandidatur bekannt gegeben im zweiten Wahlgang gegen Frau Lieberknecht. Das hat mir dann eine Live-Schalte bei MDR eingebracht, weil die haben dann ihre Leute da von den Kameras weggeschoben und mich da vorgestellt, weil das nun doch eine seltsame Entwicklung war. Und ein Tweet war die Ankündigung. Und eine zweite Geschichte war gerade aktuell. Miriam Holstein twittert irgendwas mit mir, also die Kollegin von der Welt, und irgendwann fragt sie, wer wird denn Spitzenkandidat zur Bundestagswahl? Und ich antworte, also ist ganz klar, Föderalstaat, 16 Bundesländer, es gibt 16 Spitzenkandidaten, die Zahl heißt 16. Das ging eine Zeit lang hin und her und irgendwann ruft mich Katja Kipping an und sagt, hör doch jetzt endlich auf mit dem Scheiß, die ganzen Journalisten rufen bei uns an und fragen, was du da twitterst. Und da habe ich gesagt, naja, da hat es ja wenigstens mal eine Wirkung gehabt, eine unterhaltsame. Das ist sozusagen der lustige Teil. Die unangenehmen erwähne ich jetzt alle nicht, weil das ist das, was Tom Strohschneider macht. Und der hat ja damit angefangen, er ist ja einer, der ursächlich bei uns schuld ist, mit Lafos Links-Ding hat er ja eine Premium-Marke gesetzt. Alles, was man über die Linke wissen wollte, konnte man bei ihm auf dem Blog sehen. Und zwar, wie ich fand, gut und richtig, so dass man auch drüber diskutieren konnte. Aber auch alle unangenehmen Debatten fanden da auch statt. Also es spiegelte sich wieder, auch wie sich Leute gegenseitig attackiert haben, beleidigt haben, heruntergeputzt haben. Und dann bleibt eben die Frage auch wieder der Kompetenz, wie geht man damit um? Und dann ist die Frage, ob Journalismus das dann aufgreift oder ob wir das verwechseln mit der realen Welt. Weil wer sich da alles an die Köppe geht und wie man sich da an die Köppe geht, und ich glaube, das ist bei allen, ich kenne das aus meiner vorherigen Tätigkeit, da haben wir so die erste Internetverbindung hergestellt, das war noch ganz archaisch. Und da ging das dann relativ früh los, Antwort an alle. Und diese Unsitte, Antwort an alle. Man las was, ärgerte sich, schrieb irgendwie rein, du bist ein Idiot. Und alle lasen dann, du bist ein Idiot. Und 20 Mal wurde geantwortet, dass der wohl blöd ist, der das gerade geschrieben hat. Also diese Form von sozusagen Lernprozess ereilt uns jetzt, glaube ich, alle. Am Ende bleibt es trotzdem, die digitale Welt ist ein Handwerkszeug. Und die reale Welt ist die, um die man sich kümmern muss. Ja, die reale Welt, da haben Sie ja gut angesprochen, diese Diskussion, die internen Debatten, auch vielleicht die Konflikte. Ist das dann, das Internet bricht das dann auch so ein bisschen auf, da eben Informationen überall und jederzeit zugänglich ist und auch die ganze Information wesentlich transparenter macht? Ist das wichtig, solche Konflikte auch auszutragen, dass man sagt, na, wir haben, also für viele ist das ja so, dass sie sagen, sie sind jetzt so ein bisschen von dem ganzen politischen Betrieb frustriert oder wahlverdrossen, weil alle nur noch versuchen, möglichst jedem nach dem Mund zu reden, möglichst sich nicht mehr in irgendwelche Äußerungen zu stürzen, die da irgendwie kontrovers sein könnten und dann immer am Ende nur noch so ein aalglattes Bild von Politiker übrig bleibt, an dem dann alles abprallt oder der auch gar keine richtige Form und Kontur mehr hat. Sind solche Debatten wichtig, dass man die auch führt vor einer Öffentlichkeit? Also die Frage ist, wie man das diskutiert, also nicht wie man sich darstellt, weil das riechen alle sofort im Netz. Also wenn man nur dargestellt wird, also ich habe ja teilweise die Erfahrung gesammelt, wo Agenturen dann twittern. Und dann kriegst du ja relativ schnell mit und das ist alles nur Quatsch. Aber wenn eine Partei, also mein Traum vom hierarchiefreien Diskurs wäre mit Internet möglich, setzt aber voraus,
dass Absender und Empfänger auf der gleichen Tonart funken und über das Gleiche reden. Und nicht einfach nur die ganzen Grabenkriege, die man sowieso hat, nur im Netz nochmal wiederholt und dann seine Peer Group in Stellung bringt, um das sozusagen abzuarbeiten. Aber wenn ich an einem Thema arbeite, also wenn ich auf dem Etherpad an einem bestimmten Thema arbeite, wir haben das Erfurter Programm, den Digitalteil dazu, den netzpolitischen Teil, den haben wir gemeinsam erarbeitet über alle Strömungsgrenzen hinweg. Es ist uns gelungen, einen einstimmigen Beschluss vorzubereiten, der dann auch ins Erfurter Programm reinkam, weil alle, die digital unterwegs waren, die netzpolitisch unterwegs waren, am gleichen Thema gearbeitet haben. Das war ein echter Fortschritt. Wenn wir den gleichen Versuch unternommen hätten beim Stichwort, was weiß ich, Religionsunterricht, wäre es schiefgegangen, weil sich oder Beschneidung, also nur um mal ein paar Reizworte zu sagen, die in letzter Zeit auch zu Aufregung geführt haben und zu allen möglichen Verwerfungen. Also die Frage ist, ob man sich vorher verständigt, über was man reden will und ob es ein gleiches Verständnis dafür gibt, dann hört man sich zu und schafft Argumente zusammenzubringen. Ich finde, der Verlauf vieler dieser berühmt gewordenen Diskussionen im Internet, hier jetzt vielleicht zuletzt diese Brüderle-Diskussion, zeigt, dass Diskussionen im Internet häufig sehr apolitisch sind. Wie verlaufen nämlich politische Diskussionen? Man schlägt sich gegenseitig die Köpfe ein. Am Ende muss man aber irgendeine Art von Konsens herstellen, denn in aller Regel muss man in der Politik was entscheiden. Man muss eine Meinung finden bei einer Abstimmung, Abstimmungsverhalten, ein Wahlprogramm abstimmen oder was auch immer. Viele dieser Internetdiskussionen, ich glaube, ich würde fast mir anmaßen zu sagen, die meisten dieser Internetdiskussionen, die versanden ja, die enden gar nicht. Es findet eben keine Konklusion statt, es gibt kein Fazit, sondern es läppert sich irgendwie so aus und so wird es auch mit Aufschrei sein und so wird es mit allen zukünftigen Internetdiskussionen sein, weil die, glaube ich, eine starke inhärente Tendenz haben, apolitisch zu sein. Und das widerlegt eigentlich so ein bisschen diese These vom herrschaftsfreien Diskurs im Internet. Als Tool wäre das bestimmt möglich. Und da finde ich das Internet auch fantastisch. Nur wir haben eben da nicht den herrschaftsfreien Diskurs, weil wir auch da, Tom Strohschneider hat es eben gesagt, wir haben da Peers, wir haben da Leute, die ganz klar den Ton angeben. Wir haben andere, die gar nicht dabei sind. Und das ist vielleicht in manchen Diskussionszusammenhängen sogar die Mehrheit, die tatsächlich die schweigende oder zum Schweigen gebrachte Mehrheit ist. Einmal im Jahr wird der Nonliner Atlas veröffentlicht, der uns zeigt, wie viele Menschen in Deutschland eben auch nicht im Internet vertreten sind, also gar nicht die Möglichkeit haben, an politischen oder gesellschaftlichen Diskussionen teilzunehmen. Eines der ganz interessanten Erkenntnisse bei diesem Nonliner-Atlas ist ja, dass das gar keine Altersgrenzen sind. Ganz im Gegenteil, wir haben heute sehr, sehr viele Menschen, auch jenseits der 65, die äußerst aktiv im Internet sind. Meine Mutter verbringt, glaube ich, inzwischen 8 Stunden am Tag im Internet, bei eBay, Amazon und ich weiß nicht wo, weil sie kennt mehr von diesen Foren als ich. Aber wir haben ganz starke regionale Unterschiede. Ja, gerade auf dem Land, auch in Ostdeutschland, gibt es noch sehr, sehr viele Menschen, die überhaupt nicht im Internet angeschlossen sind. Wir haben Probleme der Netzqualität auf dem Land. Ja? Wir haben eben nicht in allen ländlichen Gebieten DSL-Leitungen und Flatrates und so weiter, sondern wir haben da die Zustände von 1994, wo sie mit einem 56K-Modem ins Internet gehen. Das macht eben auch keinen Spaß. Und dann lassen sie es auch. Da sind natürlich die Telekommunikationsanbieter auch gefragt, hier einfach Netzgerechtigkeit herzustellen. Und wenn diese Bedingungen alle erfüllt wären, dann könnte man mal anfangen, darüber zu diskutieren, wie könnten wir denn jetzt bei dem gegebenen Status quo einen herrschaftsfreien Diskurs herstellen. Und dann fängt aber die Diskussion erst an, dann ist sie nicht beendet, sondern dann werden die Voraussetzungen erstmal dafür geschaffen. Ich zoff mich persönlich sehr, sehr gerne und ich bin aber in der Regel nicht aus Diskussionen so rausgegangen und sagte, mit dem rede ich jetzt aber kein Wort mehr. Das ist im Internet übrigens auch ganz anders. Da haben Sie auch völlig recht. Da wird natürlich oft draufgehauen in einer Art und Weise, dass man sich schon wundert. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass den meisten Menschen, die da sehr aktiv sind in diesen Diskussionen, gar nicht klar ist, dass es schriftliche Kommunikation ist, sondern da wird ja sich geäußert, als ob es sich um mündlichen Diskurs handeln würde. Ja, man haut mal eben sowas raus, was einem durch den Kopf schießt. Das würden wir nämlich bei schriftlicher Kommunikation nicht machen. Wie war das denn früher? Die Älteren unter uns, so ab 35 aufwärts, erinnern sich vielleicht noch an die Schreibmaschinen oder an die Papier- und Kulizeit, als man eben noch keine iPads und Tablets und so weiter hatte. Man hat sich hingesetzt und erstmal nachgedacht, was man schreibt. Die Funktion im Gehirn scheint aber bei vielen Leuten
die sehr aktiv in diesen Diskussionen sind, jedenfalls eingeschränkt zu sein. Und das macht natürlich auch die Zitierweisen tatsächlich unglaublich schwierig, weil das ist gar nicht geschrieben worden, um es hinterher zu zitieren. Das sind Gedankensplitter, das ist Brainstorming-Niveau. Das ist nicht dazu da, um es über irgendwelche Wayback-Maschinen nach 3 Jahren wiederherzustellen. Aber genau das wird natürlich in politischen Diskussionszusammenhängen gerne getan, wenn man den politischen Gegner eins auswischen kann. Und das machen natürlich auch Journalisten wahnsinnig gerne, wenn sie es in irgendeiner Weise und sei es für eine gute Story einsetzen können. Und das sind eher negative Tendenzen, wo wir, glaube ich, sehr aufpassen müssen, weil das kontaminiert den herrschaftsfreien Diskurs so, dass Leute gar keine Lust mehr dazu haben, dort zu partizipieren, bevor sie überhaupt jemals angefangen haben damit. Und das wäre sehr bedauerlich. Es ist auch so, dass natürlich es ein Gespräch gibt, auch in diesen sozialen Medien. Also wir haben, ist gerade im letzten Jahr das stark zugenommen, wir haben relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die online, live von Veranstaltungen twittern. Da gibt es dann auch Formen des Selbstgesprächs. Ich finde das gar nicht so neu, gewisserweise. Also Kolleginnen und Kollegen, die sonst bei einer Pressekonferenz, beim Parteitag ohnehin im Pressebereich zusammensitzen und die ganze Zeit tuscheln über das, was da passiert. Also Meinung abgleichen, bestimmte Begriffe setzen, die dann auch in der Berichterstattung sich wiederfinden, passiert heute auch ein bisschen über Twitter. Da verstärkt sich so ein Leithammel-Effekt. Ja, man guckt natürlich, was Leute, die viel zitiert sind, die bei wichtigen Zeitungen arbeiten, zu bestimmten Sachen sagen. Und man merkt dann auch, dass andere dem hinterherlaufen. Das ist nicht gut. In dem Sinne ist es aber auch nicht schlecht, weil es nicht anders ist als vorher. Nur, dass es auf anderen Kanälen stattfindet. Die Frage war aber, ob auf journalistischer Seite eine zu geringe Distanz oder Skepsis oder Recherchequalität gegenüber dem, was da in sozialen Medien passiert ist. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, dass das Qualitätsniveau immer noch relativ hoch ist. Also man kann viel über Qualitätsmängel im Journalismus reden, aber in der Frage sehe ich so ein Problem ehrlich gesagt nicht. In der Regel ist es so, wie nutzt man soziale Medien? Man ist da drin, man hat ein Gefühl für bestimmte Stimmungen, man weiß, dass es nicht die ganze Partei ist, die da redet. Man kann zuordnen, welche Leute, warum, auf welche Reflexe anspringen und so weiter und so fort. Und wenn man daraus einen vernünftigen journalistischen Text macht, dann ruft man die Leute nochmal an und fragt nach. Das ist ganz normal. Also ich kenne auch keine anderen negativen Beispiele. Ich möchte kurz widersprechen. Ich bin ja nun in der Journalistenausbildung tätig und ich muss sagen, die Unkenntnis von Journalistinnen und Journalisten, was Internet und Internetrecherchen angibt, ist zum Teil blamabel. Ich mache relativ häufig Workshops im Rahmen von Netzwerkrecherche und so, wo also wirklich Leute, die im Berufsleben stehen, kommen, sich weiterbilden wollen. Und ich kann nur sagen, man kann die Sachen nicht basal genug erklären, weil über Suchwörter eingeben in Google hinaus sind Journalisten in aller Regel nicht in der Lage, das Internet für die eigene Arbeit, jedenfalls was Recherche angeht, zu nutzen. Das Gleiche gilt übrigens für diese Leute, die angeblich heute gerne als die Digital Natives bezeichnet werden, also die Generation, die schon sozusagen in die Internetzeit hineingeboren ist, also sprich irgendwann Anfang der 90er Jahre geboren. Das sind die Leute, die beispielsweise an meiner Hochschule studieren. Ja, die verbringen 8 Stunden am Tag im Internet. Die haben aber überhaupt keine Ahnung von der Technologie. Wenn die 8 Stunden im Internet sind, dann sind die davon 7,5 Stunden in Facebook und tauschen Party-Neuigkeiten und andere Sachen aus. Dafür ist Facebook ja auch brillant. Dafür ist es im Übrigen auch gemacht worden. Ja, das war nichts anderes als ein Party- und Verkupplungsnetzwerk vom Herrn Zuckerberg an der Harvard University. Und das können die perfekt. Aber wenn ich denen sage, bitte versuch doch mal mit ein paar boolschen Operatoren möglichst exakte Treffer in Google oder einer anderen Suchmaschine zu erzielen, dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, was gibt es denn noch für andere Suchmaschinen außer Google? Ja, weil das kennen die nicht. Das kennen auch Journalisten nicht. Das ist übrigens auch kommunikationswissenschaftlich untersucht worden in großen Screenings unter, ich weiß nicht wie vielen, 100 deutschen Journalisten. Ja. 95% der Rechercheleistung von festangestellten Journalisten in deutschen Redaktionen, Fernsehen wie Printredaktionen, in Online-Redaktionen sieht das logischerweise etwas anders aus, weil die ein bisschen technikaffiner sind, besteht darin, Einzelwörter in die Google-Suchleiste einzugeben. Und das kann es nicht sein, weil dann braucht man in der Tat auch keinen Journalismus mehr. Das kann nämlich heute jeder.
Ja, wenn journalistische Recherche nur noch darin besteht, Einzelsuchwörter in Google einzugeben, brauche ich keine Journalisten. Das mache ich selber. Ja, und deswegen wenden sich eben auch so viele Menschen gerade von klassischen Medien ab, weil sie merken, das, was sie da serviert kriegen, das finden sie selber mindestens genauso gut. Und ich glaube, da muss auch in der Ausbildung dringend nachgerüstet werden und da muss auch am Know-how von professionellen Kommunikatoren und Kommunikatorinnen dringend gearbeitet werden. Also ich gebe zu, ich benutze auch keine booleschen Operatoren für meine Google-Suche, aber ich gebe schon auch häufiger mal mehr als ein Wort ein. Aber hauptsächlich besteht meine Arbeit, also wenn ich mich zum Beispiel mit der Piratenpartei beschäftige, darin, dass ich meine Community pflege bei Twitter und ja jetzt nur noch bei Twitter, dass ich eben weiß, wer was, welchen Twitter-Accounts ich vertrauen kann und dadurch, dass ich mir eben Mühe gebe mit meiner Community, dass ich weiß, wer da was redet, bekomme ich Sachen ganz gut rein. Also ich sehe, wenn sich da wieder eine Aufregungswelle anbahnt. Oder ich sehe zum Beispiel, wenn die da in Baden-Württemberg eine Presseerklärung zu mit extremismustheoretischen Inhalten da irgendwie rausgebracht haben oder sowas. Und das ist eigentlich die Hauptsache. Also man muss da sein, man hat einfach, das ist eben auch die große Chance im Internet, man hat als Journalist da eine viel größere Zahl an Informanten, die einem da was ranbringen können. Also deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass die jungen Leute sehr viel Zeit bei Facebook verbringen und eben auch da viel Zeit verschwenden. Ich habe das auch erlebt, als ich Facebook benutzt habe. Aber ich denke, diejenigen, die so arbeiten, wie Sie das sagen, die werden auch keine guten Journalisten sein. Es wird immer gute Journalisten geben. Da bin ich mir sicher, weil Journalismus hat sich ja nicht geändert. Was muss ein Journalist machen? Der muss Geheimnisse aufdecken, der muss Fakten checken und der muss Geschichten schreiben. Und ob man das jetzt zu Offline-Zeiten gemacht hat oder zu Online-Zeiten, da haben sich nur die Kanäle etwas geändert. Aber da würde ich ganz gerne eine kleine Intervention machen in Bezug, was hat sich geändert? Die Medienlandschaft hat sich geändert. Ich will es am Beispiel von Thüringen sagen. Wir haben die WAZ, der gehören sämtliche Zeitungen in Thüringen, mit Ausnahme des freien Wortes. Das gehört zu einem anderen Verlagsgruppe, aber wird bei der WAZ gedruckt. Und da will ich nur mal das Beispiel sagen. Also da mache ich ein Interview mit einem Redakteur der Ostthüringer Zeitung und vertwittert wird es als Interview von der Thüringer Allgemeinen. Und ich weiß aber genau, dass ich mit denen gar nicht geredet habe. Und dann merke ich, dass die Umstellung, also vor 10 Jahren hatte ich von diesen 3 Zeitungstiteln, von deren Redaktion noch Recherchejournalisten. Also ich habe den einen oder anderen Skandal in Thüringen mit Journalisten aufdecken können, die auch Zeit hatten, richtig gehend nochmal nachprüfen zu können, also im Handelsregister Auszüge zu checken und zu prüfen und zu machen. Die gibt es gar nicht mehr. Die sind im Zuge der ganzen Umstrukturierung der Redaktionen alle abgebaut, rausgeschmissen oder weggegangen. Und am Ende ist es so, dass eine Form von Content-Produktion stattfindet, bei der ich das Gefühl habe, also jetzt als Teil der Berichterstattung, ich bin ja dann Teil der Berichterstattung, zur Landespressekonferenz kommen die gar nicht mehr. Und die nehmen dann auf, was sie gerade finden. DPA haben sie gekündigt. Dann musst du gucken, dass du über DAPD noch irgendwo reinkommst. Also jetzt rede ich von der normalen Welt, die sozusagen das wieder reflektiert. Und das ist einer der Gründe, warum wir als Fraktion und als Partei Landesverband Thüringen sehr viel Kraft in internetbasierte Informationen und eigene Informationskanäle aufbauen. Also warum wir uns auch die Technik angeschafft haben, warum wir jetzt anfangen, unser Landeswahlprogramm internetbasiert sozusagen öffentlich in den Raum zu stellen und uns von außen Mitdiskutanten holen, warum wir Fraktionssitzungen im Stream machen und nicht einfach nur die Fraktionssitzung abbilden, sondern gleichzeitig Thesenpapiere dazu machen, weil wir einfach merken, die mediale Hardcore-Welt um uns rum hat sich verändert und da ist in den letzten 10 Jahren wirklich unglaublich viel und wie ich finde Unangenehmes passiert. Aber das macht die Linke ja auch wegen der Piratenpartei, ne? Weil die Piratenpartei der Linken auch. Also die Piraten bei uns haben mit der Veränderung des WAZ-Konzerns überhaupt nichts zu tun. Und die Piraten sind bei uns gern gesehene Gäste. Wir grenzen uns auch von ihnen nicht ab, sondern wir diskutieren mit ihnen. Ich rede nur von einem Bundesland, das komplett in der Hand von einem einzigen Konzern angekommen ist. Und die Bedingungen der Journalisten entscheidet dieser Konzern.
und nicht der Diskurs zwischen uns und den Piraten. Aber am Ende wird es so sein, dass über Politik weder von uns noch von den Piraten berichtet wird. Also ist es für uns eine Entscheidung gewesen, und zwar schon angefangen, bevor die Piraten bei uns überhaupt präsent waren, dass wir die Umstellung auf digitale Produktion, digitale Kommunikation gemacht haben. Aber es ist so, wie Tom Strohschneider sagt, ein Großteil unserer Hauptmitglieder kann daran oder nimmt daran nicht teil. Das heißt, es ist ein Umstellungsprozess, der unheimlich zäh ist. Das ist das, was ich vorhin genannt habe, das dicke Brett. Wir haben eher Zugang von außen, junge Leute, die auf einmal Interesse haben, über bestimmte Themen mitzudiskutieren. Aber die Umstellung in der Partei ist ein unglaublich zäher Prozess, weil da sind eben auch Genossen 70 und älter, die sagen, ich schaffe mir keinen E-Mail-Account an, ich bin elektronisch nicht erreichbar. Oder ich bin im ländlichen Raum und habe überhaupt kein schnelles Internet, also bin ich darüber gar nicht erreichbar. Von daher haben wir immer so eine Herangehensweise jetzt gewählt, dass wir die Dinge, die wir digital machen, auch am Ende wieder in Printmedien übertragen, also sagt mir mein parlamentarischer Geschäftsführer immer, sein Papa will eine gedruckte Zeitung am Schluss. Also versuchen wir auch wieder rückzuübersetzen, was aber kraftaufwendig ist. Angesichts allerdings der Medienlandschaft, bei der du eine Monostrukturierung hast, und ich glaube, das sieht in anderen Bundesländern mittlerweile nicht anders aus, dass die Journalisten zwar theoretisch Recherche machen könnten, aber praktisch in den Redaktionen keine Zeit mehr für Recherche gewährt wird. Gerade was Facebook angeht, Facebook halte ich persönlich für wiederum politische Diskussionszusammenhänge ganz besonders problematisch, denn es herrscht gar nicht das Forumsprinzip. Ja, es gibt ja keinen Ort, wo Sie alle eingehenden Nachrichten lesen oder einsehen könnten. Und das ist ja Grundvoraussetzung dafür, dass Sie an einem demokratischen Diskurs teilnehmen können, dass Sie auch alles mitbekommen können. Sondern Firma Facebook entscheidet nach einem nicht öffentlichen Algorithmus, welche Posts Sie lesen dürfen und welche nicht. Und Sie haben gar keine Entscheidungsgewalt darüber. Deswegen finde ich Facebook unter demokratischen Gesichtspunkten äußerst schwierig. Also ich bin zwar kein Freund von Facebook, aber es gibt tatsächlich auf Facebook ja auch Gruppen, die sehr wohl moderiert werden können. Und gerade die Piratenpartei Berlin hat ja so eine Facebook-Gruppe, die auch wirklich von engagierten Menschen moderiert wird. Also da würde ich in dem Fall widersprechen. Also ich kann es jetzt ergänzen. Wir haben bei uns im Landesvorstand eine Facebook-Gruppe, an der die Landesvorstandsmitglieder in einer geschlossenen Gruppe teilnehmen. Es ist eine reine Informationsebene. Es ist irgendwie überhaupt gar nicht die Außenkommunikation, sondern die Beteiligten, die dort registriert sind, kommunizieren miteinander auf dem schnellen Weg. Nutzen das einfach als einen weiteren Kanal. Deswegen sage ich immer, für mich ist es eine Frage, wie nutzen wir Handwerkszeug? Oder lasse ich mir das von denen präsentieren? Ich glaube aber, und das war vorhin meine Intervention, wenn um uns herum Kommunikationswelten sich verändern, dann muss ich mir überlegen, wie stelle ich mich darin selber auf? Oder warte ich ab, bis ich irgendwie in der neuen Welt angekommen bin? Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich muss also die neue Welt gestalten. Und deswegen bin ich wiederum den Piraten dankbar. Bei uns haben sie den notwendigen Druck zumindest ermöglicht durch ihre Existenz. Ansonsten sind sie Mitbewerber, nicht mehr und nicht weniger. Und sie sind nicht für mich meine irgendwie, was ich zu bekämpfen hätte oder sowas. Das halte ich alles für Quatsch. Aber das ist ein Ausdruck von politischem Handwerk und von politischer Entwicklung, die mit der neuen digitalen Welt zusammenhängt. Und ich erlebe eben bei meinen Kindern, die über die Wege, die ich bisher gegangen bin, gar nicht gehen. Meine Kinder haben keinen Fernseher mehr und sind trotzdem am Glotzen und am sonst was machen. Aber sie haben keinen klassischen Fernseher mehr und rühren auch keine Zeitung an und sind trotzdem unterrichtet. Jedenfalls, wenn ich vollgemeckert werde, weiß ich wieder, was ich für einen Quatsch gemacht habe. Die Meldung kriege ich relativ zügig und fix. Und meine ersten Fehler auf Twitter haben mir meine Söhne korrigiert und haben mich angerufen und haben gesagt, du machst gerade Blödsinn. Inwieweit werden denn also nicht nur Wahlkampf über die Social Media geführt, sondern vielleicht sogar dieses Thema Netzpolitik und Internetzugang in dem Wahlkampf eine Rolle spielen in Zukunft? Das kann ich nicht sagen. Das kann passieren, wenn zum Beispiel das Thema Transparenz nach oben kommt aufgrund von irgendwelchen Skandalen, dann wird das eine Rolle spielen. Wenn ich glaube nicht, dass Schwarz-Gelb
etwas machen wird, was diejenigen, die sich gegen Überwachung einsetzen, aggressiv macht bzw. aufweckt. Die FDP hat ja bisher, das muss man ihr zugutehalten, die Vorratsdatenspeicherung sehr gut verhindert. Und ich glaube nicht, dass die bis zur Bundestagswahl noch kommen wird. Ob das Thema Urheberrecht auf etwas heruntergebrochen werden kann, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Vielleicht braucht es dafür einen Skandal auch. Mit dem Leistungsschutzrecht läuft es bislang auch nicht besonders gut. Also ich glaube, wenn etwas Thema sein könnte, dann wäre das mit Überwachung und dann müsste irgendwas geleakt werden. Also wenn was geleakt wird, dann kann es Thema werden. Aber bisher, nee. Natürlich wird es so sein, dass in einer Umgebung, die also viel stärker Leute, die sich für netzpolitische Fragen anzieht, werden natürlich solche Sachen in einer zuspitzen politischen Konkurrenzsituation eine größere Rolle spielen. Die Frage ist doch, wird es irgendwie für das Wahlergebnis eine relevante Entscheidung geben? Glaube ich nicht. So wichtig das aus einer Perspektive von jemandem, der irgendwas mit Medien macht, sein mag, es ist aber LSR und so weiter, vielleicht auch keine großen Massenthemen. Man kann sagen, das ist gar nicht richtig, weil es müsste viel mehr Leute interessieren, tut es aber nicht. Und die Frage ist ja, gibt es eine Möglichkeit, eine netzpolitische Zuspitzung im Wahlkampf zu übertragen in die Bereiche politischer Auseinandersetzung, wo dann eben nicht nur die schon Interessierten dabei sind, sondern die, die es interessieren müsste, weil damit relevante Fragen von Eigentum, von Gerechtigkeit und so weiter verbunden ist. Und da sehe ich das Problem, weil natürlich in Parteien gern auch so ein Bestätigungseffekt möglicherweise eintritt. Zu Recht hat Bodo Ramelow gesagt, es gibt in der Linkspartei eine inzwischen relativ starke Gruppe netzpolitisch Interessierter, die sind relativ aktiv, die benutzen im Übrigen auch Twitter alle ganz anders als Gregor Gysi, der dann 5 Jahre lang da seinen toten Account irgendwie vor sich herträgt. Dann ist er plötzlich dabei, alle denken, jetzt geht's los und dann tritt so eine Art Steinbrück-Effekt ein, der ja auch irgendwie schon relativ lange nicht mehr dort gesehen worden ist. Im Übrigen interessant mal für wissenschaftliche Studien, würde mich interessieren, mal zu untersuchen, wie die Aktivitätszahlen twitternder Politiker nach Wahlen total einbrechen. Mhm. Also das habe ich in meiner Timeline gesehen. Da ist nach Niedersachsen war da erstmal Ruhe ein paar Tage und einige sehen wir auch nicht mehr bis kurz vor der Bundestagswahl. Mhm. Und insofern ist auch ein gewisses Maß an Nicht-Authentizität und vielleicht sogar Unglaubwürdigkeit dabei. Frage, die ich an Bodo Ramelow hätte, was kann eigentlich eine Partei machen, um so netzpolitische Diskurse, die vielleicht noch zu wenig Leute erreicht und interessiert, für die übertragen, also Übersetzungsleistung ins Offline zu machen. Wir reden immer, welche Potenziale hat Online, aber wo kann man diese Übersetzung ins Offline eigentlich hinbekommen? Weil dort sind immer noch meines Erachtens die meisten Leute, die in demokratische Teilhabeprozesse eingebunden werden müssen. Wir machen ja mit dem Format heute Abend und morgen genau das, dass wir sagen, wir müssen unsere eigenen Fähigkeiten gemeinsam stärken und wir müssen mit dem, was wir im Netz an Qualität selber abdecken können, und da können wir einiges mittlerweile abdecken, nur wir trauen es uns nicht zu. Wie kriegen wir das hin, dass wir damit sozusagen in den normalen Politikbetrieb reinkommen? Also wie kann ich einem Landesverband klar machen, dass es Hilfen gibt, die wir zur Verfügung stellen können, und wie können die eingeladen werden, miteinander zu kommunizieren? Also die Frage ist, zu welchem Sinn und Zweck man das einsetzt. Also wenn man es als Account einsetzt und glaubt, davon kriege ich Wähler, das ist Unsinn. Also das ist einfach Quatsch. Es ist ein Mittel. Mir hat mal jemand gesagt, unserer Strategen, wenn du dir eine weite Prärie vorstellst und ganz alleine ist da so eine Gruppe von Leuten unterwegs, dann wird die sich immer einsam fühlen. Wenn die es aber schafft, ein Feuer anzuzünden und in 20 Kilometer sehen sie auch eine Rauchfahne, dann haben sie das Gefühl, wir sind nicht alleine. Und wenn ich es schaffe, mit dem Netz meinen teilweise ja weit verstreuten aktiven Leuten das Gefühl zu geben, dass wir uns mal verständigen, wie wir die Rauchfahnen sehen und wie wir dann uns wechselseitig zu verstärken, dann kann man es auch schaffen, sozusagen Aktivitäten und Impulse zu setzen. Mein Vorbild war, das gebe ich auch zu, als ich Bundeswahlkampfleiter war, die holländischen Tomaten, die sehr unbemerkt von Deutschland
mit dem Mittel des Internets Mobilisierung gemacht haben. Das fand ich faszinierend. Das war für mich völlig neu. Diese Art der Mobilisierung, dass man die Kollegen, Mitstreiter, Weggefährten morgens vor die Tür gekriegt hat zum Flugblatt verteilen, also als Instrument. Und heute, dass man eben sagt, wir liefern auch das Flugblatt noch mit. Und wir liefern die Voraussetzungen mit. Und wir schaffen es, Handwerkszeug zu vermitteln. Das ist sozusagen die Übersetzung, wie man aus dem Digitalen wieder ins Analoge kommt. Am Ende bleibt es trotzdem das gemeinsame Empfinden zu kämpfen. Also an einer gemeinsamen Sache zu arbeiten, an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Und dafür ist für mich sozusagen das ein Instrumentarium, bei dem wir viel besser lernen müssen, damit umzugehen. Deswegen engagiere ich mich eben auch für die Linke Medienakademie, auch für die nächste große Linke Medienakademie, weil das ein Teil des Diskurses ist, den wir offen machen, auch offen in Richtung anderer Parteien oder anderer Organisationen und Vertreter und wir auch nicht alleine auf uns und um uns selber kreisen dürfen. Ich glaube, das ist auch ein Veränderungsprozess unserer eigenen Partei. Und ich halte ihn für dringend notwendig. Weil wenn wir nur traditionell weitermachen, werden wir die Grenzen unserer eigenen Fähigkeiten bitter erleben. Also im Osten Überalterung, immer weniger Leute, die sich aktivieren. Im Westen zu große weiße Flecken, zu wenig Berührungspunkte. Und trotzdem bleibt für mich, und da bleibe ich im Herzen Sozialist, und definiere mich auch als Sozialist, die Aufgabenstellung, dass es eine sozialistische Partei in unserem Land braucht. Und da muss man sehen, wie man sozusagen das als Plattform nimmt. Da können die Piraten und die Grünen und jeder für sich seinen eigenen Punkt setzen. Und trotzdem sehe ich uns als politisch-inhaltlich notwendig, einen bestimmten Treibungsprozess auch gesellschaftlich zu machen. Den mache ich aber nicht mehr, wenn ich am Schluss niemanden mehr habe, der mit mir treibt. Und wenn ich dann nur noch wie das Kaninchen aufs nächste Wahlergebnis starre, und dann bitter zur Kenntnis nehme, ob ich denn jetzt nun irgendwas geschafft habe oder nicht. Am Ende ist es so, ob wir im Tagesgeschäft für Menschen was erreichen oder nicht. Und danach messen die uns. Ich wollte noch mal was zu netzpolitischen Themen sagen. Vielleicht kennen sich ja nicht alle damit aus. Also was ich beobachte, ist, dass es eben sehr viele Diskussionen gibt zu Überwachungsthemen, vielleicht weil es sich sehr einfach damit campaignen lässt. Also die großen Kampagnen waren eben gegen die Vorratsdatenspeicherung oder gegen die Netzsperren und so weiter und so fort. Und dass eben dieser ganze Bereich von Teilhabe oder Gerechtigkeit, dass das eben noch nicht so sehr bearbeitet wird. Vielleicht, weil es zu komplex ist, vielleicht, weil die Akteure aus der netzpolitischen Bewegung da auch nicht so interessiert dran sind. Und mein Wunsch wäre vielleicht auch, dass die Linke das auch nochmal versucht, stärker zu forcieren. Also ich habe mal gesagt, das Internet ist eine Welt des unendlichen Reichtums. Und das wird gerade auch entschieden und darüber wird gerade diskutiert. Oder zum Beispiel Klaus Leggewi hat im Freitag geschrieben, die Piraten könnten die Partei des Kommunismus sein. Also nicht von Kommunismus, sondern von Commons. So, diese ganze Commons-Debatte ist eine Debatte, die man vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker aufnehmen könnte und versuchen könnte, irgendwie zum Thema zu machen und so runterzubrechen. Ich weiß aber auch nicht, ob das gelingen kann, weil, wie gesagt, auch die netzpolitische Bewegung nach meiner Beobachtung sich eben doch eher auf die einfacher zu vermittelnden Themen stürzt. Und da geht es eben dann doch eben um Überwachung, hauptsächlich durch den Staat. Die Ausgangsfrage von Frau Otto war ja, werden netzpolitische Themen im kommenden Wahlkampf zum Wahlkampfthema? Darüber will ich auf gar keinen Fall Prognosen wagen. Im Gegenteil, ich möchte Sie einladen, morgen mit mir darüber nachzudenken, ob solche Art von politischen Prognosen überhaupt sinnvoll sind. Aber ich möchte die Frage ein bisschen ändern. Sollten netzpolitische Fragen Thema in der Politik werden? Und da muss ich unbedingt sagen und es viermal unterstreichen, ja, unbedingt muss die Politik sich, und ich unterstreiche auch das nächste Wort, endlich netzpolitischen Themen annehmen. Das bürgerliche Gesetzbuch als Grundlage unseres Rechtssystems hier in Deutschland stammt aus dem 19. Jahrhundert. Da gab es das Internet, glaube ich, noch nicht. Das Urheberrecht, das Strafrecht und, ja, ist alles völlig frei von allem, wie wir heute kommunizieren. Kommunikation ist aber die Grundlage eines politischen Gemeinwesens. Deswegen ist extrem dringender politischer Handlungsbedarf. Es gibt nur ein Problem. Nicht nur Journalisten haben häufig wenig Ahnung von Internet. Politiker haben, glaube ich,
noch viel weniger Ahnung davon. Es gibt ja diese Untersuchungen, wie Politiker und Politikerinnen im Internet und in den sozialen Medien kommunizieren. Die letzte Erhebung, die ich kenne, ist aus dem Jahr 2011, also aus der jetzt noch laufenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestags. Die Hälfte der Bundestagsabgeordneten hat überhaupt Accounts bei Twitter oder Facebook oder einem dieser bekannten Dienste. Das sind also Leute, die überhaupt technisch in der Lage wären, mitzusprechen. Ob sie sich wirklich damit beschäftigen oder ob es dann ein Assistent oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder sonst wer ist, der diese Sachen pflegt, sei noch dahingestellt. Ja? Das heißt aber umgekehrt, die Hälfte der Mitglieder des Deutschen Bundestags hat überhaupt keinen blassen Schimmer, wovon die Rede ist. Wenn dann über Leistungsschutzrechte oder anderes diskutiert wird, frage ich mich, was machen die Leute in der Zeit eigentlich? Gucken die Löcher in den Himmel oder stupsen die den Nachbarn an, was diese ganzen Wörter bedeuten? Oder wie laufen diese Diskussionen eigentlich ab? Und da graut es mir. Also da haben wir wirklich zum Teil digitale Analphabeten, die aber die gesetzlichen und politischen Grundlagen dafür schaffen sollen, wie wir im laufenden und im kommenden Jahrhundert miteinander umgehen. Und das ist ganz fatal. Also Netzpolitik muss Thema der Politik werden. Und zwar in einer ganz anderen Weise, als das bislang in Deutschland der Fall ist. Teilhabe im Netz wird natürlich durch Regulierung, durch Zensur und so weiter begrenzt. Sie wird aber meines Erachtens vor allen Dingen durch soziale Ausschlüsse begrenzt. Also Stichwort Nonliner. Und das ist sozusagen eine fast vielleicht sogar wichtigere Frage. Denn da muss man mit Leuten oder für Leute Politik machen, mit ihnen, die an diesen Kommunikationsprozessen noch gar nicht teilnehmen können, weil sie sich das schlicht und einfach nicht leisten können. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viel der aktuelle Hartz-Regelsatz Berechnungsverordnungsdingens für Internet bereithält. Ich glaube, es reicht, wenn man ein Jahr spart, für einen Monat oder so. Und wir haben natürlich auch, Stichwort Globalisierungskritik, ein extremes Nord-Süd-Gefälle. Ja? Facebook hat jetzt, ich glaube, aktuell 1 Milliarde und 200 Millionen Accounts. Was glauben Sie, auf welchen Kontinenten und in welchen Ländern diese Accounts sind? Es gibt diese berühmte Karte, die Facebook, ich glaube, zu Werbezwecken hergestellt hat, eine Nachtaufnahme des Globus, wo mit Leuchtpunkten alle Facebook-Accounts eingetragen sind. Der größere Teil des Globus auf dieser Karte ist schwarz. Ja, es handelt sich natürlich um Südamerika, um Afrika, um große Teile von Südostasien und so weiter. Und da entwickeln sich auf der anderen Seite aber neue Formen von Kommunikation, weit ab von Twitter und Facebook und so weiter. Zum Beispiel diese ganzen vielen Nokia- und Ericsson-Handys, die wir alle nicht mehr haben wollen, die landen alle in Schwarzafrika und die entwickeln gerade mit dem guten alten SMSen völlig neue Kommunikationsformen, zum Beispiel überweisen die sich Geld damit. Ja, weil Bankfilialen haben die nicht da irgendwo in der Steppe oder im Dschungel oder sonst wo. Da entwickeln sich sozusagen anarchisch, fernab sozusagen der Herrschafts- und Finanzzusammenhänge hier in der industrialisierten Welt, mit unseren abgelegten alten Gadgets völlig neue Formen der Kommunikation. Und das muss man sich mal auch genauer betrachten, glaube ich, weil ich finde das wahnsinnig spannend. Ja, weil das ist anarchisch, das ist viel herrschaftsfreier als das, was wir bei Facebook, Twitter oder sonst wo machen. Malte Lehming von der Zeit Online hat mal gemeint, die Twitterisierung wird zum wichtigsten Spin-Faktor im Wahlkampf. Das heißt, solche Ereignisse wie der Aufschrei, der jetzt passiert ist, dass der teilweise gut geplante Wahlkampfstrategien, um mal wieder auf unser ursprüngliches Thema zurückzuführen, dann vielleicht sogar sprengen kann. Würden Sie Twitter diese Macht schon zusprechen oder Facebook oder die Social Medias im Moment? Naja, also zum Beispiel, ich würde ihm widersprechen, weil es sowas immer gab in Wahlkämpfen, unvorhergesehene Ereignisse können eben auch von Twitter kommen. Aber unvorhergesehene Ereignisse war auch in Japan, dass das Atomkraftwerk da abgeraucht ist. Und dann sind die Grünen in den Landtag von Sachsen-Anhalt gekommen. Da hat ja auch keiner mit vorher gerechnet, ne? Also das ist natürlich eine steile These, über die muss ich länger nachdenken, aber die in Sachsen-Anhalt stehen ja auch früher auf. Also vielleicht gibt es ja... ich will sagen, dass wir auf dem Erfurter Parteitag, als wir unser Programm festgelegt hatten, eine drogenpolitische Debatte hatten. Nein, wir hatten keine drogenpolitische Debatte. Wir haben einfach einen Beschluss gefasst, dass wir die Entkriminalisierung von Drogen fordern. Wir haben es gefasst
Und dann haben die ersten Journalisten, die hinten in der letzten Reihe saßen, ihre ersten Meldungen abgesetzt. Also bei den Linken wird jetzt frei gekifft. Daraufhin hat sich der größte aller Fraktionsvorsitzenden gegruselt und hat gesagt, um Gottes Willen, was wird das jetzt für eine Diskussion? Dann sollte dieser Beschluss noch auf dem Parteitag wieder eingefangen werden, dass damit natürlich nur weiche Drogen gemeint seien. Unser drogenpolitischer Sprecher Frank Tempel hat sich zu Recht tierisch aufgeregt, dass man so mit dem Thema nicht umgehen kann. Also weil das ist einfach Kokolores. Entweder hat man den Arsch in der Hose zu sagen, die kriminellen Strukturen sind das Problem und nicht die Drogen. Die Drogen sind immer das Problem und zwar in jeder Form, wie sie daherkommen. Aber die kriminellen Strukturen machen das Drogenproblem zum eigentlichen Problem. So, und dann haben wir mit unserer digitalen Guerillamannschaft sofort mit Frank Tempel einen eigenen Beitrag produziert und haben noch während des Parteitags dagegen gehalten. Also gegen das, was sozusagen als größere Medienwelle über uns hereinbrach. Das Ergebnis ist, dass Frank Tempel, der ja selber Kriminalpolizist ist, also auch völlig unverdächtig ist, mittlerweile als drogenpolitischer Sprecher bei uns bundesweit ein hohes Anerkenntnis sich erarbeitet hat, weil er sich nicht hat beirren lassen durch die erste Welle, die einem so um die Ohren geflogen ist und wir sozusagen die zweite Welle selber gestartet haben. Also die Frage ist, wie man selber auch sich handwerklich dann in die Lage versetzt, souveräner damit umzugehen und nicht gleich einen Kopf einzuziehen, dass man sagt, oh je, jetzt haben aber die Medien was bei uns entdeckt. Also insoweit bin ich ja froh, dass wir heute mit der 100% Besteuerung angefangen haben. Die Mitteldeutsche Zeitung hat dieses Geheimnis gelüftet. Ab, weiß ich nicht, 500.000 wird bei uns mit 100% besteuert. Kann man froh sein, dass es nicht gleich mit 105% besteuert wird. Und es ergab sich sofort eine größere Welle im Twitter-Kanal, wer jetzt alles sagt, die Linken sind verrückt geworden. Ich habe erlebt, dass im Laufe des Tages genügend Netzaffine von uns die richtigen Passagen genommen haben, dagegen gehalten haben, richtig gestellt haben und gesagt haben, also Millionärsteuer tut uns allen gut. Also insoweit ist es, geht es um Handwerkszeug und Pleatsch sein, fix sein, dabei sein und nicht sich irritieren lassen, weil irgendjemand da eine Stinkbombe mal loslässt.